Großes Derby am Sonntagmittag in der Rhön, denn die SG Rolbach empfängt den TSV Hilders am Bornberg. Wir springen auch gleich in die 10. Spielminute. Die Hausherren machen von Anfang an Druck und haben auch direkt die erste richtige Gelegenheit auf den Führungstreffer. Und auch zwei Zeigerumdrehungen später wird es wieder vor dem Gehäuse von Samuel Bau gefährlich. In Minute 14 kommen die Gäste dann zu ihrer ersten richtigen Chance, doch Julian Mackenroth scheitert an Maurice Rehm. Danach findet der TSV immer besser ins Spiel und die Gelegenheiten werden zwingender. Viktor Kusbach setzt sich gegen Simon Gilbert durch und schickt Mehmet Badacci. Der zieht einfach mal ab. Drin ist er. Der 28-Jährige versucht es einfach mal aus der Distanz und wird so mit seinem ersten Saisontor belohnt. Auf der anderen Seite versuchen es jetzt wieder die Hausherren, doch der TSV Hilders hält erfolgreich alles dagegen. So bleibt es vorerst beim 0:1. Auch kurz vor der Halbzeitpause bleibt es spannend und beide Mannschaften kommen noch einmal vor das gegnerische Gehäuse. Doch es bleibt dabei, dass der TSV Hilders mit einem Zähler vorne liegt. Nach dem Seitenwechsel gibt es wieder einen Freistoß für die SG. Jonas Birkenbach schraubt sich hoch und lenkt das Spielgerät nach einem Freistoß von dem eingewechselten Benjamin Fay bereits zum 7. Mal in dieser Saison hinter die Linie. Danach versucht es Julian Mackenroth noch einmal für den TSV, scheitert jedoch an Maurice Rehm. Wir sind in Minute 52. Die Kugel kommt auf Mario Stumpf und er macht das 2:1. Die Reulbacher sind jetzt vollkommen aus dem Häuschen. Nach dem 0:1 Rückstand zur Halbzeitpause haben sie innerhalb weniger Minuten das Spiel gedreht und gehen nun in Front. Auch danach bleibt es ein spannendes Derby, in dem es jetzt allerdings zunehmend hektischer wird. Und nach dieser Szene sieht Simon Faulstich zuerst gelb und dann gelb-rot. Er beteuert zwar, nichts gemacht zu haben, doch die Entscheidung ist gefällt und er muss vorzeitig das Spielfeld verlassen. Hektisch bleibt es auch in der Schlussphase. Nach dieser dicken Chance für die Gastgeber versuchen es noch einmal die Mannen aus Hilders. Doch Maurice Rehm verhindert den Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit. So bleibt es im Rhön-Derby zwischen der SG Rolbach und dem TSV Hilders beim 2:1. Wir haben nun noch die Stimmen zum Spiel, die gibt es jedoch in einem weiteren Video, das in Kürze online gehen wird.